So. Das heißt, wir fallen jetzt hier taktisch runter. So. Machen dann hier ein Kabel runter. Da ein Kabel runter. Dich stellen wir dahin, drehen wir aber nach oben. Stell dich schon mal ein, dass du Lava exportierst. Und dann müssen wir da drauf einen neuen Magma-Dynamo setzen, den wir nicht herstellen können, weil wir nicht genug Inver haben. Und dann dazwischen ein Conduit. Die haben wir schon. Bin auch gerade nicht im Inventar. Aber okay. Das mit dem Dynamo ist ein bisschen doof. Hier hoch. Wir brauchen Nickel. Das kommt mit. Das kommt mit. Rein, rein. Oh, wir haben hier noch ein bisschen Invar. Aber nur 15. Na, ist okay. Platin kann raus. Raus, raus. 1, 2, 3. Tools. Nichts Wichtiges. Ne. Okay. Also, Dynamo. Dann wird der Squeezer angeschlossen durch ein Conduit. Genau, das Conduit wollte ich holen. Conduit. Da. Da reicht auch ein ganz normaler Leadstone-Conduit. Der Squeezer braucht nicht viel Energie. So, Invar 42 Stück. Sehr schön. Raus, raus, raus. Weg, weg, weg. Zerlegen. Zerlegen. Und jedes Mal, wenn ich Shiny Ingot sehe, muss ich an Iridium denken von Gregtech. Das gab es damals fast nur aus Shiny Ingots. Das war eine Heidenarbeit. Aber na gut, du da, so. Da rein. Rein, rein. Nicht meine Axt. Hacking, da bist du doch. So. Wir hätten jetzt gerne ein Magma Dynamo. Dafür hätten wir gerne ein Invergier. Ein Invergier. So. Ja, müsste das soweit okay sein. So, das heißt, du da drauf, du da drauf. Und du bekommst keine Energie, weil es der falsche Conduit ist, hm? Ja, weg mit dir. Einfach weg mit dir. Fall runter ins Void, ist mir doch egal. Wir brauchen andere Conduits. Kondu. Spell Conduit. Redstone in den Conduit. Es gibt hier die anderen Conduits gar nicht. Also es gab von Buildcraft auch Conduits. Die sahen sogar ähnlich aus wie die da. Nur ohne das Rote halt drin. Okay, Questbuch. You can power the squeezer with a conduit connected to a dynamo or generator. The conduit will convert the RF into MJ needed by the squeezer. Okay, vielleicht war ich zu ungeduldig. Oder das Ding hat einfach keine Lava. Warum hat das Ding keine Lava? Wir hatten dich doch eingestellt, oder? Komme ich hier davon? Habe ich doch hier überhaupt ran? Komme ich von hier daran? Nee, nicht wirklich. Hoch, hoch. Was? Ein Lava-Export-Bus? Bist doch am System angeschlossen. Kriegst nun trotzdem keine Lava. Und der Lava-Tank ist eigentlich ziemlich voll. Nee, ist er nicht. Warum nicht? Warum? Oh. Energieprobleme. Du saugst mal nicht so schnell ein, sondern ein bisschen langsamer. Hauptsache, du saugst etwas ein. Wir müssen kurz was kappen. Und zwar kappen wir dich. Habe ich es eingesammelt? Ja. Das habe ich jetzt gemacht, damit sich das ME-System etwas erholt, energietechnisch. Ihr seht, das geht jetzt gleich wieder hoch. Und schon fängt er auch an, wieder Lava reinzusaugen. Okay, wir brauchen also jetzt den
dritten Dynamo. Oder wir müssen anfangen, hier welche aufzustellen. Du kannst 80 transportieren. Du bist aber auch normaler. Wir brauchen die Hardened. Hardened Energy Conduits. Davon brauchen wir mehr. Du da in der Mitte, du bist ein Hardened, ne? Ja. Ja, also wir müssen dann hier Hardened Conduits langlegen und dann hier eine Reihe von Magmatic Dynamos hinstellen. Das, ja, hält sonst nicht mehr lange. Du mach bitte wieder schneller, damit wir wieder hier mehr reinbekommen. So, okay. Energie ist vorhanden. Wir haben jetzt keinen Nachschub an Dust. Ich hoffe, meine Rüttler hat ein bisschen was hier drin gespeichert schon. Was? Das ist ein Scherz, oder? Okay. Wir haben viel Sand. Wir haben kein Gravel. Wir haben keinen Dust. Wow, sind die Dinger schnell geworden. Okay, ja, das heißt, wir müssen das Ding wieder anschließen. Hier. Da wird es gleich wieder meckern. Weil Energie runtergeht. Ja, gib mir schnell ein Magma-Dingens. Zwei davon. Raus da. So, gut. Gut, 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 gut. Dann hätten wir gerne dich abgebaut. Dich hier lang. Und euch da schon mal lang. Und das kurzfristig so. Das heißt, das ME-System müsste jetzt ein Dynamo mehr haben als vorher. Das sieht echt wüst aus. Gut. Aber ja, es müsste jetzt genug Energie haben, obwohl das Ding da wieder angeschlossen ist. Und der Squeezer müsste jetzt auch was haben. Dann können wir gucken, ob der Squeezer jetzt so funktioniert, wie er sollte. Weil ich würde auch ganz gerne den Squeezer abhaken von meiner Liste. Du. Du produzierst fleißig Seed Oil und das Seed Oil wird importiert. Sehr schön. Das war ziemlich unkompliziert. Das heißt, wir müssen nur den Harvester bauen. Wie schaut es bei dir aus? Molten Nickel, Molten Invar. Ich brauche mehr Iron. Weg. So. Rein da. Wobei Nickel können wir mal zwei Blöcke rausholen. Dann ist nur noch ein bisschen Nickel drin. Mit dem Nickel, das da noch drin ist, wird Invar hergestellt. Und der ganze überschüssliche an Eisen wird dann so abgenommen. Weil wir brauchen wirklich, wirklich viel Eisen. Und ich hätte ungern zu viel Invar rumliegen, das wir nicht wirklich brauchen. Also ja, wir müssen immer wieder neue Dynamos bauen, was wir gerade gesehen haben mit der Energieversorgung. Aber das dürfte jetzt erstmal wieder ein bisschen halten. Oh, was ich unbedingt gucken muss, ist, ob das ME-System jetzt stabil ist, was die Kapazität angeht. Ja, 10% gerade ausgenutzt von dem Chip. Dafür sind die anderen alle voll. Zumindest was die Bytes angeht, nicht was die Types angeht. Okay. Also, du arbeitest, wie du arbeiten sollst. Du rüttelst, wie du rütteln sollst. Ah, genau, die Fluids. Da, Seed Oil. Wir haben bisher ein Bucket. Das meinte ich damit, dass man sehr viele Samen braucht. So, ich hätte jetzt ganz gerne... Wir haben 9 Eisen. Ne, wenn wir nur 9 Eisen im System haben, fange ich nicht an mit irgendwelchen ME-Geschichten. Ich zerlege jetzt dich. Du kommst dahin. Ich baute mich nach oben, arbeite an der Schmelze und guckte nochmal auf meine Liste. Reiner Invar. Wir haben doch eine ganze Menge Invar drin gehabt. Also ganze Menge Nickel, um aus dem neuen Eisen zusammen Invar herzustellen. Und meine Liste sagt, Storage Chips haben wir zur Hälfte abgehakt. Wir haben erstmal genug, aber sollten wir in den nächsten Folgen auch noch angehen. Squeezer. Haben wir gebaut. Haben wir auch schon automatisch mit Strom versorgt. Wir haben allerdings noch keine Befüllung.
Eine Entnahme haben wir. Also die Flüssigkeit wird schon ins ME-System importiert. Aber eine Befüllung von Samen haben wir halt noch nicht. Das mache ich erst, wenn wir genug Eisen haben. Nächster Punkt auf der Liste wäre der Harvester. So braucht bestimmt wieder Eisen, oder? Harv. Esther. Du brauchst Scheren, zwei Stück. Ja, das geht. Komm, eine Schere, zwei Scheren. Invar-Axt können wir jetzt hier auch herstellen. Plastik-Sheets können. Oh, wir haben alles. Sehr schön. Okay. Wir brauchen wahrscheinlich noch eine Kiste. Haben wir eine Kiste? Ja, eine Kiste. Du kommst noch mit. Also, Harvester. Der wird auch gleich ein Upgrade brauchen, aber das machen wir dann gleich. Du bist falsch rum. Flop, 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 flop. Ja, man sollte erst die Kiste hinsetzen und dann. So, Kiste. Unten kommt ein Importer rein. Wo ich mir gerade denke, nee, oben macht sogar mehr Sinn. Dann kommt oben der Importer rein und hier kommt gleich daneben Exporter. Und dann kommt hier eine Verbindung zum ME-System. Da. Ja, okay. Okay, also wir brauchen einen Importer, einen Exporter. Und du brauchst noch einen Fluid-Importer. Theoretisch. Fluid-Import passt. Ja, komm. Kabellage, da lang. Hoch, hoch. Ne, nicht dahin. So, du importest jetzt den Sludge von hier drüben. Müsste auch schon im System sein. Ach, läuft das super. Und ja, du sammelst auch die Samen. Das ist sehr gut. Allerdings sehe ich da jetzt nur drei Samen drin. So, der Rest ist bei mir im Inventar gelandet. Also 18 Samen im Inventar gelandet und er hat 9 Felder abgebaut oder 8. Also es ist auf jeden Fall Überschuss, genauso wie wenn man es von Hand machen würde. Sehr schön. Also wir brauchen jetzt ein Upgrade. Und zwar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, ein Dreier-Upgrade. Hatten wir nicht sogar schon eins gebaut? Guck mal. Das wäre sogar im Inventar. Nein, habe ich nicht. Das wäre peinlich sonst gewesen. Upgrade. Zweier Upgrade. Zweier Upgrade reicht nicht. Wir hätten gerne ein Tin Upgrade. Du kannst wieder rein. Vielleicht brauchen wir dich irgendwo anders mal. Aber wahrscheinlich nicht, weil die Felder immer gleich groß sein werden. So, du. Bam. Und er setzt sie auch neu. Ja, sehr schön. Hammer. Hammer. Ich will nicht wissen, wie viel Energie unser System gerade dafür verbraucht, aber es ist super. Wie viel haben wir hier drin? Ja, zwei Stacks Samen. Sehr schön. Hast du einen internen Buffer, was die Samen angeht? Oder wie machst du das? Du nomnomst die ganzen Sachen auf. Ach so, er setzt wahrscheinlich. Also, er hat einen internen Buffer, den man nicht sieht. Wenn er eins abbaut, setzt er gleich mit den Samen, die er bekommt, einen neuen Samen hin. Und alles überschüssige an Samen schmeißt er hinten raus. Ja, okay. Du, hier, hier, hier. Also, wir gucken jetzt nach, wie das mit dem Sludge funktioniert. Ob der gut reinkommt. Wir gucken, wie viel Samenöl da ist. Und dann machen wir uns dran, einen Importer zu bauen hier und einen Exporter zu bauen da. Wobei es wieder am Eisen mangeln wird. Also, ne. Kennt man ja. Aber ich muss sagen, die Liste war echt nicht schlecht. Sollte ich öfters mitarbeiten. Genau, wir wollten runter. Dahin. Wir haben einen halben Bucket Sludge und zwei Buckets Seed Oil. Gib mal rein. Gib mal raus. Warum gibst du mir keinen Bucket Seed Oil? Geht das nicht? Okay, dann müssen wir vielleicht mit dem Fluid-Exporter arbeiten. Wir brauchen theoretisch ein, zwei Buckets. Ich glaube einen. Um ein Barrel zu füllen. Also ein Holzbarrel. Und da müssen wir das Heu reintunken. Ich denke,
dachte einfach, ich könnte das so machen und dann füllt sich das, so wie ich das mit der Lava machen kann, ne? Kann ich ja hier raus und rein tun, wie ich es gerne möchte. Aber anscheinend nicht. So, du rein, du rein. Also Sludge kommt, Seed Oil kommt. Bei dem Harvester hier oben, den ich ausgeschaltet habe, da sollten wir auch noch einen Fluid Importer ransetzen für den Sludge. Hoch. Oder hast du da schon einen? Nee, ne? Nee, okay. Dann hätte ich gerne Zugang zu meinem E-System. Wir haben fast keine Kabel mehr. Ja, ein Kabel fehlt. Okay. Hier brauchen wir ein E-Kabel. Dafür brauchen wir dieses komische lila das Zeug. Kabel. Und Plastik. Oh, ja, reicht. Okay. So. Du. Warum bin ich hier hingelaufen? Du. Da. Fluid Import Bus. Und bist leer. Sehr gut. Du wirst so schon geleert. Hier ist jetzt alles gut. Und ich schalte mir nicht ein, weil wir haben genug Rubber, den wir übrigens mal brennen sollten. Weil wir haben ja gerade gesehen bei den Kabeln, das brauchen wir. Rubber, da. Dum, 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 dum. Rubber. So, was kommt denn mal auf die Liste für die nächste Folge? Importer und Exporter bauen beim Squeezer und beim Harvester da hinten, damit das Ganze jetzt wirklich rund läuft und wir uns da keinen Kopf mehr drum machen müssen. Dann weiter die Smeltery befüllen, das ist alles kein Problem. Und dann die Bienen, ne? Also wir werden einen Fluid Exporter bauen, weil wir alle unsere bisher verbraucht haben. Oder eine andere Möglichkeit finden müssen, ein Barrel mit Seed Oil zu füllen. Dann tunken wir das Heu da rein und bauen so unsere ersten Bienenstock. Wobei ich mir nicht sehr sicher bin, wie das denn hier funktioniert, weil wir stellen ja so ein Artificial Hive her. Und den müssen wir dann zerklopfen? Oh, wir müssen eine Can herstellen mit Seed Oil. Das sollte ich auch bald mal machen. Jawohl, kommt auf die Liste, kommt auf die nächste Folgeliste. Also wir müssen mindestens eine Seed Oil Can herstellen für die Quest. Dann wird eine Artificial Hive hergestellt. Den zerklopfen wir, um vielleicht Bienen rauszubekommen. Und wir bekommen als Belohnung eh 10 Bienenstöcke, die wir zerklopfen können, um Bienen zu bekommen. Und dann müssen wir unseren eigentlichen Bienenstock herstellen, womit man auch züchten kann. Das kommt dann hier. Was ist der richtige Bienenstock? Was auch immer das da ist, keine Ahnung. Sieht genauso aus wie der Artificial Hive. Also Squeezer checken. Ein bisschen was an meinem E-System weiterbauen und dann Bienen. Ganz viele Bienen. Also bis gleich.